Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht's auch mal bei meinem Setup weiter. Hierzu hat mich die Firma Blitzwolf kontaktiert und ich habe mir da mal ein paar Sachen kommen lassen, die ich in meinem Setup verwenden könnte. Die möchte ich euch natürlich als erstes mal zeigen. Und dazu habe ich auch LED-Streifen bestellt, die werde ich auch in meinem Setup verwenden. Seht ihr dann später, wo ich die verkleben werde. Ja, würde ich mal sagen, schauen wir uns erstmal die Produkte von Blitzwolf an. Was haben wir da als erstes? Als erstes mal haben wir hier gesleevte Kabel. Die sind alles gesleeved. Das sind einmal Lightning-Kabel und dann haben wir noch USB-Typ-C-Kabel. Dann, was haben wir hier? Haben wir hier einen AUX Bluetooth Adapter. Darüber, den kann man zum Beispiel an Boxen anschließen und dann kann man über das Handy damit verbinden über Bluetooth. Wir haben eine SSD, 120 GB. Ich denke, damit ist sie eigentlich für die meisten Leute uninteressant, weil sie zu klein ist. Gibt es auch in keine anderen Größe. Finde ich ein bisschen schade. Die habe ich in den Laptop meiner Freundin eingebaut und der fährt jetzt wieder ruckzuck hoch, das zeige ich euch auch gleich noch. Dann haben wir hier so Kabelhalter, welche ich auch benutzen werde im Setup. Dann rutschen die Kabel nicht vom Tisch runter, was auch sehr praktisch ist. Wir haben ein 6-Port-Ladegerät, was auch noch Quick Charge am einen Port hat. Sehr gut, was ich auch im Setup verwenden werde. Das kommt unter den Tisch, dann kann man da sein Handy immer laden, wenn man möchte. Dann haben wir hier noch eine Powerbank. Kann man immer mal gebrauchen. Da sage ich nicht nein, mit 15.600 mAh. Die hat auch mal einmal Qualcomm Quick Charge und lädt auch mit 2,4 Ampere. Also da ist das Handy ruckzuck voll und ich kann damit mein iPhone 6 Plus gute 5 Mal kann man es auf jeden Fall damit laden. Aha, den Bluetooth-Lautsprecher, welcher auch von der Lautstärke her mir sehr gut gefallen hat und vom Klang auch in Ordnung ist. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Und das sieht auch in Ordnung aus. Bringt ein bisschen Bass rüber und ich habe ihn bisher nur einmal geladen. Und er hat auch schon ein paar Stunden gespielt. Kann man auch nichts sagen. Dann haben wir hier noch ein paar Kopfhörer. Das sind In-Ears, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Noch eine iPad-Ledertasche mit Tastatur. Wow! Ich verlinke euch die Sachen auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr die auch bestellen, wenn ihr möchtet. So, und jetzt sehen wir mal, wie schnell der hochfährt. Der Laptop ist wirklich uralt. Und ich denke, bevor die SSD eingebaut war, konnte man den eigentlich nicht vergessen und jetzt mit der SSD kann man ihn wirklich noch sehr gut verwenden. Das hätte ich selbst nicht erwartet. Zack, hochgefahren. Super schnell. Wir können auch mal noch schauen, was wir hier drauf haben für ein Betriebssystem. Was wir hier für eine CPU verbaut haben. Ein Pentium Dual Core T4300. Also wirklich sehr alt.
Mein Handy kann ich jetzt unterm Tisch einfach laden und wenn ich es an den PC anschließen will, hier oben anschließen. Das ergibt Sinn, weil wenn man das Handy schnell laden will, dann bringt es nichts, das an den PC anzuschließen, das dauert dann ewig. Deshalb wollte ich noch eine extra Ladestation, wo ich dann auch das Handy einfach laden kann, beziehungsweise mehrere Geräte gleichzeitig auch noch. Jetzt geht's weiter mit den LED-Streifen. Hier kommen jetzt welche hinter den Monitor und hinter den Schreibtisch, um eine ganze Akzentbeleuchtung da nochmal hinzusetzen.
So, das wär's dann auch schon. An dieser Stelle geht nochmal ein Riesendank an Blitzwolf raus für die Kabel und das Ladegerät und das andere Zubehör. Ich habe hier auch noch ein bisschen Deko aufgestellt, wie ihr sehen könnt. Die Kakteen, auch hinter mir die kleine Pflanze, ist alles vom IKEA und die Lampe ist auch vom IKEA. Das verlinke ich euch alles unten in die Videobeschreibung, genauso wie die Kabel und das ganze Zeug von Blitzwolf. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Falls es nicht gefallen hat, ein Dislike. Und ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, einfach unten rein. Das wäre es dann auch schon für dieses Mal. Ach ja, die LED-Streifen habe ich einfach von eBay die billigsten gekauft. Ich meine, da gibt es kaum Unterschiede. Das sind 50-50 LEDs. So heißt das Modell von der LED. Ja, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Aber ich verlinke es euch auch mal unten rein. Das wäre es dann auch schon mit meinem Setup. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, bitte unten rein. Vielleicht fällt mir noch was ein, was ich verbessern könnte und dann gibt es noch eine Episode. Mal sehen, wer weiß. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.